Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück. Diablo 3, wir sind Level 19 und haben den nächsten Akt. Auf geht's. Geht eigentlich recht zügig. Ja, muss ich schon sagen. Oh, ein Video. Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael, das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? So bin ich gefallen. Einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Oh nee, was emotional. Unglaublich. Zweiter Akt. Alles ist gut. Gefallener Engel, hin oder her. Tristram ist nun sicher. Aber das ist erst der Anfang. Caldeum, die große Stadt des Ostens, ist unter den Einfluss des Höllenfürsten Belial gefallen. Mit ihm habe ich ein ernstes Wort zu reden. Willkommen in Akt 2, meine Damen und Herren. Und das ist auch der Akt, den ich absolut hasse. Ich weiß nicht warum. Das ganze Setup gefällt mir nicht. Es ist echt nicht meins. Haben wir die Taschen leer? Nein, wir haben die Taschen voll. Ja, ist was besser. Ich denke, die werden besser, sobald wir dann Stärkestein reinhauen, ne? Aber Steine haben wir ja noch nicht gefunden.
Okay, das ist schon mal besser. Hey, kommst du zurück. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal besser. Und ich würde sagen, dass wir auf die Hose erstmal keichen. Verticken wir oder? Ja, doch, komm, wir verkaufen erstmal ein bisschen. Aber das ist Quatsch. Nein, warum verkaufen? Wir können es eventuell was Besseres herstellen. Komm, wir machen alles kaputt. Alles. Egal, was das ist. Hinfort. Geh kaputt. Oh nein, der Ring. Scheiße. Okay. Da war noch ein Ring bei. Den hätten wir gebrauchen können. Schade. Aber gut, ja, wir sind am Anfang und da finden sich noch so viele schöne Items, dass uns das hier relativ Latte sein kann. Was war das? Das Judgment, oder? Ja. Gehen wir mal in die Taverne. Brauchen wir aber nicht. Aber reparieren können wir noch schnell. Ach, Geduld. So. Wir müssen zur Schlucht. Ich denke, wir müssen hier lang. Was haben wir hier? Ja, Schaden. Ach, hier. Pure Damage. Was ist denn eine neue Waffe? Hätten wir auch ihm geben können, ne? Ja, ja, habe ich nicht aufgepasst. Macht aber auch nichts. Da kriegen wir auch die Zauberer noch dazu, aber man bleibt ja sowieso beim Templer. Das ist ja der einzige sinnvolle Gefährte, den wir dabei haben. Der ganze Rest ist ja schon eher Quatsch. So, wir können auf jeden Fall hier schon mal unser Schild aufladen, das ist gut. Komm schon, ich hasse diese Gegend. Komm, mach auf. Mach auf! Na, spawnt da noch was? Ich würde nämlich gerne sehen, wie viel Schaden jetzt das Schild macht. Oh ja, da spawnt was. Okay, man konnte es jetzt nicht sehen, aber es scheint genug gewesen zu sein. Schön. Ich mag die Waffe. Ich finde die Waffe ziemlich geil. Jetzt macht das Ding uff. Aha. Mein Gott, das dauert immer. Ups. Ist beschützt. War das alles? Haben wir noch was zu tun? Rituale finden. Ist das das, wo wir jetzt auf die Spuren achten müssen? Oder kommt das noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, wir laufen aber mal los. Hier ist noch eine Illusion. Die Kultisten haben versucht, ah, ja, die Spuren zu verwischen. Aber ihre Zauber sind schwach und es ist leicht, ihnen entgegenzuwirken. Das ist schön. Können wir ihre Verstecke finden und die Rituale stoppen. Ich werde alle weiteren Spuren über Magie finden. Ah ja, und runter und jetzt gibt's auch die Schnauze. Ich mag die Waffe. Ich finde sie grandios. Musste nicht, Schätzelein. Hoffnung ist das Einzige, was sie dir nicht nehmen können. Behalte sie. Ja, und den folgen wir auch gerne. Komm, mach hinne. Wo führt sie hin? Wir werden diese Bestien. Ram, padam, padam. Ach, sind blaue. So, ein bisschen. Alter, ich, also ganz ehrlich, die Waffe finde ich richtig geil. Gobo. Gobo.
Okay, so, wo war jetzt die Spur? Das ist... Ach, nee, komm. Ach, hier. Wieder warten. Nach oben und nach unten. Na gut, gehen wir erstmal nach oben. Ich glaube, nach unten wären wir schneller gewesen. Ist egal. Gehen wir nach oben. Du noch einen. Dann sind wir auch schon bei 5. Für euch lohnt sich das aber nicht mehr. Ja, der war nur mal von Gönny hier. Komm, Zauber. Zauberliese. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Okay. Fleisch. Halt die Schnauze. Also eigentlich lohnt es sich überhaupt noch nicht, den dicken Gleisen dann jetzt rauszuholen. Ich glaube, den hebe ich noch wirklich ein bisschen auf. Für den nächsten Goldie oder sowas. Der kriegt dann direkt eins in die Schnauze. Lasst uns zur Brücke gehen. Ja, wir schaffen das. Ihr Meister Belial will in Sanctuario einfallen. Ich schweige manchmal, weil ich mir selber doch immer wieder gern die Texte anhöre, die die labern. Ja, das muss ich sagen, das ist... War schon immer bei Diablo eigentlich recht cool. Also die Story finde ich geil, die Texte finde ich super. Das passt einfach. Nein, ich will deine wahre Geschichte nicht hören. Mach das Ding hier auf. Oh. Super Story. Unfassbar. Nein, möchte ich nicht ersetzen. Danke. Nun müssen wir den Außenposten von Kasim finden. Okay, der Außenposten. Ich denke mal, wir müssen der Straße dafür folgen. Scheinbar nicht. Ich werde den Weg über den Außenposten von Kasim am besten nehmen müssen. Hä? War meine Aufladung weg? Hat ja gar keinen Schaden gemacht. Och, das ist ja doof. Da war meine ganze Aufladung weg. Ich will nicht sterben. Ja, dann lass es doch. Die Leute machen wimmern. Wehr dich, Junge. Wehr dich. Okay, die Frage ist wirklich, wo müssen wir denn jetzt hin? Also da unten, da war nichts da. Hallo. Ich habe jetzt zu tun. Ich arbeite hier. Hat die sich einbilden hier? Noch nicht. Also, hier ist auch eine bestimmte Sackgasse, oder? Ja. Solche Verschwendung, solche Zerstörung. Ah, meine Intuition führt mich normal wieder in eine Sackgasse. Noch nicht bereit. Und es ist... Oh ja, das war unglaublich toll. Das hat sich super gelohnt. Ach komm, das riecht doch schon, ja. Das ist natürlich eine Sackgasse. Ich glaub es nicht. Was hackt ihr hier langsam? Im Namen des Lichts. Wenn ich nicht immer, aber auch wirklich immer falsch laufen würde, könnte ich das Spiel wahrscheinlich in einer mehr als doppelt schnellen Geschwindigkeit durchspielen. Aber nein! Ich bin der Herr der falschen Richtung. Okay, Moment, das macht jetzt keinen Sinn. Das macht jetzt langsam keinen Sinn mehr. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Oder ist das hier immer noch die Straße von Alcanus? Muss ich gar nicht nach da oben? Ich bin verwirrt.
Und ich bin auch verwirrt, was den Schaden gerade angeht. Hallo. Und da muss ich nochmal kurz was nachlesen. Und zwar, der Einsatz von gleißender Schild, das ist gleißender Schild. Okay, irgendwas stimmt da trotzdem dann nicht. Ah, strange. Diesmal sind sie besser. Das Ding ist auch besser. Und hier haben wir auch einen Edelstein. Lass mal gucken. Int und hier ist Stärke. Zack, einfach rein damit. Und du brauchst eine neue Waffe. Ich vergleiche immer noch meine, ne? Ja. 10,2. Okay, da geht einiges drüber. Oh, die ist aber schon geil. Na egal. Hier. Kriegst du mal ein Schwert. 27, 30, nimmst du das 30er Schild. Schwert. Schild gucken wir uns auch nochmal kurz an. Ja. Nein, nee, das ist nur Kreuzritter, das kannst du eh nicht tragen. Das kannst du tragen. Okay, hervor und Frau zuragend. Das ist für den Schuft. Alles klar. Außenposten. Also noch weiter außen können wir ja gar nicht mehr sein. Och komm, Junge, wo soll denn das Sinn? Wenn ich so lange suchen muss, habe ich ja keine Lust mehr, irgendwo reinzugehen. Das nervt mich einfach nur kolossal. Hallo, Außenposten. Ich fange gleich an zu googeln. Na komm, hier gehen wir nochmal kurz rein. Das war, ich sag mal, aufregend. Aber Level 20 haben wir geschafft. Sehr schön, sehr schön. Ein langer Waff zu blocken erzeugt Zorn ist natürlich ganz gut. Halt doch mal die Klappe, ich lese hier gerade was vor. Über die Angriffsgeschwindigkeit von bestraften Schlitzen niederstrecken. Niederstrecken haben wir drin. Um 15%. Erzeugt zusätzlich Zorn, ist natürlich immer gut, ne? Egal, wir nehmen Attack Speed. Attack Speed ist schön. So, was haben wir jetzt hier? Von den Ketten getroffenen Gegner haben eine Chance von 20%. Eine Sekunde lang, ne, brauchen wir überhaupt nicht. Interessiert uns nicht. Dann haben wir noch was Neues beim Schildstoß. Und zwar das gesegnete Schild. Das brauchen wir aber auch nicht. Ist uns auch kackegal. Zweikampf haben wir auch gesagt, nehmen wir nicht. Und der Rest ist geblieben. Alles klar. Wir haben aber einen schönen neuen Gürtel. Ich denke, der wird besser sein als das, was wir anhaben. Oh ja. Ja, Gold sammeln gibt Rüstung. Ist natürlich, ja, mega der Kack. Aber alle anderen Werte sind halt besser. So, jetzt komm. Ziehen wir noch ein bisschen rum hier. Ach, diese Ecken. Ja, gut. Noch mal eine Sackgasse kurz gefunden. Das ist so ein Hobby von mir. Sackgassen finden mache ich ganz gerne. Wir nehmen den Brunnen auch mit. Scheißegal. Truhe auf. Aber diese Kacke mit dem Außenposten regt mich total auf. Wo soll er sein? Wo soll er sein? Ich suche einen Außenposten. Lalalala. Habt ihr einen gesehen? Ja, jetzt kommt er aus dem Boden. Ihr nervt mich eh schon zu lange. So, Dankeschön. Hier ist definitiv auch kein Außenposten. Wo kann er? Da. Da ist er. Garantiert. Nur Geduld. Ja! Krieg ich Rage. Da krieg ich ein Abdo. Ja, er hat ja auch was. Und zwar hier. Inspiration. Und das ist der Grund, warum man so ein Vieh überhaupt mitnimmt. Eigentlich so der einzige Grund. Im Namen des Lichts
Seht ihr das irgendwie? Also. Es macht keinen Sinn. Auf der Waffe steht drauf. Nächster von gleichem Schild verursacht Schaden, der dem addierten Schaden eurer letzten 5 Einsätze von Schildstoß entsprechen. Aber es war 0. So, jetzt haben wir wieder hier 3, 4, 5 und... Okay, jetzt haben wir natürlich richtig Damage gemacht. Ach ja, versteht keiner. Also ich verstehe es gerade nicht. Wenn ihr wisst, wo ich den Fehler mache, bitte schreibt es mich. Verstehe nicht ganz, warum, wie, was, wo und wer überhaupt. Ein legendäres Einhandschwertchen. Na komm, können wir dir doch anlegen, ne? Eine gute Wahl. Eine sehr gute Wahl. Und, komm, kriegst auch das. Das sieht schöner aus. Und weiter geht die wilde Fahrt. Bam, 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 bam. Noch nicht. Noch nicht. Ich will noch nicht reiten. Nein, nein, nein. Bitte abwarten. Ich verstehe dieses Prinzip nicht, also wie bei hier was funktioniert. Sollen wir hier rein? Komm, wir gehen mal kurz ins... Zeitlich begrenztes Dungeon, okay. Bin mal schwer gespannt. Was müssen wir eigentlich machen? Ach, wir müssen sowas finden. Komm, Hotti. So, schnell was einsammeln. Wir haben nämlich wirklich keine Zeit. Nicht genug Zaun. So, unwichtig, unwichtig, unwichtig. Lass mal auch liegen, auch unwichtig, auch unwichtig. Unwichtig natürlich, Sackgasse. Ah! Wie sieht's hier aus? Kurzer Charge. Komm schon. Ich will das gerne schaffen. Gewölbeschatzkammer gefunden. Huhuhuhu. Ich bin überlastet. Ernsthaft? Okay, blau kommt weg. Und der Kram kommt mit. Und ein Smaragd nehmen wir auch noch mit. So. Haben wir irgendwas Schönes dabei gehabt? Oh ja. Schönen Kopf. Kriegt Stärke. Das war's aber auch schon, ne? Ja. Mehr Schaden nehmen wir mal mit. Alles klar, das war's auch schon. Schade. Oder ist hier hinten noch? Ne. Egal, war trotzdem witzig. So, ich gucke nochmal eben, was hier unten ist. Hier unten ist garantiert auch wieder gar nichts. Sonst würde ich auch nicht hier hingehen. Der Außenpost wird dementsprechend höchstwahrscheinlich hier oben sein. Bei meinem Glück aber noch nicht mal das. Komm schon. Außenposten. Das sieht ja ein bisschen nach Zivilisation hier aus. Ist da ein Buch drin gewesen? Ja. Buch nehmen wir mit. Das brachte mal EP, aber jetzt sieht es irgendwie mehr so aus, als ob es nur Geld bringt. Ah. Irgendetwas an diesen Wachen erscheint mir seltsam. Ja, die hauen wir auch noch zu Klump. Wir verprügeln sie alle. Da bist du. Hallo. Na Schatzi, kennen wir uns nicht? Keine Sekunde
wieder zu früh. Alles klar. Ja, komm. Ja, ja, rüstet euch und auf zum Angriff. Aber wieso ist das nicht abgehakt? Aha, jetzt. Und jetzt hier auf die Schnauze. So, nebenbei Plünder muss drin sein. Alles klar. So, dann hoffen wir, dass wir gleich nochmal irgendwo in ein Lager reinkommen. So, die können wir nicht am Leben lassen. Die sind nämlich total unnett. Und unnette Menschen sind halt einfach nicht nett. Ist das hier ein Event? Huch! Oh! Oh, ne. No crap. Unnette Menschen werden sterben! Sterbt. Okay, jetzt nehme ich auch noch den Monster-Kill-Bonus mit. 31 geht. Ja, allein dadurch noch ein Level abbekommen. Sehr schön, sehr schön. Was? Hat mich da einer geschlagen? Hat vielleicht, ne? Heißt das, es gibt wieder was Neues? Kavallerie? Nein, nur den Schuldspruch. Was heißt nur, der Schuldspruch ist schon ziemlich awesome, meiner Meinung nach. Ungewiss, warum gelassen wir... Ach so, genau, der Scheiß, sagen wir das, brauchen wir nicht. Schildschuss hat immer noch den Zweikampf und das Gebot hat... Oh, Moment, das Gebot hat unbesiegbar. Nehmen wir den Nachschub alleine, erhöht zusätzlich die Lebenspunkte, die ihr... Okay, nehmen wir mit. Brauchen wir zwar nicht, aber nehmen wir mit. Nochmal drauf achten. Ja. Noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir der Straße folgen. Also ich denke mal, so eine Stadt, Straße folgen ist ganz gut. Boom, weggeblendet. Noch nicht bereit. Alles klar. Ihr seid jetzt sicher. Ich verdanke euch alle. Jupp. Ja, ja, bin doch dabei. Bin doch dabei. Schrei doch nicht so. Ich will kein Jahrmarkt. Den Bonus haben wir auch schon geschafft. Und jetzt suchen wir noch das Versteck der Hexe. Das natürlich nicht hier unten ist, aber... Wir machen natürlich erstmal hier unten alles platt. Nur Quatsch drin, ne? Nur Quatsch. So, und das versteckte Hexe bestimmt hier oben. Riech ich doch. Nämlich alles so schön blutig. Hallo, Hexe! Ich habe mich telefonisch angemeldet. Guten Tag. Ich habe einen Termin. Das Versteck der Hexe. Komm raus, wir wollen spielen. Möge das Licht euch Gnade gewähren, Magda, denn ich werde es nicht tun. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Ja, und trotzdem bist du jetzt erstmal die Gefickte. Und zwar genau jetzt. Das war schnell. Ihr schreit doch nicht so rum, Junge. Da freut er sich aber auch ein Ast weg. Aber wir nehmen natürlich mit, was wir hier haben. Guck mal einer an. Haben wir noch für den Hals? Ging ja auch bekanntlich den Hals nicht voll. Hier, mehr Schaden. Auf alles andere verzichten wir nämlich. Hauptsache mehr Schaden. Und das war's auch schon wieder. Schade, mehr war nicht drin. Kehrt in das versteckte Lager zurück. Versteckte Lager.
Wo? Oh. Zwischenszene? Hier? Jetzt? Schwor sie, dass Belial über alles herrschen würde. Das werde ich nicht zulassen. Traumhaft. Ein absolutes Träumchen, das sehe ich nämlich genauso. Also mal kurz mit Tyrael quatschen. Ja, sehr schön. So, jetzt machen wir nochmal alles kaputt, was wir haben. So. Und dich auch. Ach komm, dich auch, dich auch. Nur kein Geiz. Nur kein Falscher. Hupsi. So, alles wieder weggepackt. So einen Schmied können wir nochmal upgraden. Und das war's, weil... Ah, weil wir keine 25.000 haben. Alles klar. Gut, und weitergehen. Taten Toots ist dann erst morgen. Vielen Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Und ich hoffe, also das war jetzt ein bisschen zäh, muss ich sagen. Ne? Für die zwei Level haben wir jetzt echt lang gebraucht. Gut, waren ja auch Cutscenes bei, aber trotzdem. Das ist auch das, ne, warum ich diesen Akt hier nicht mag. Das ist, diese Questen liegen so weit alle auseinander, dass man einfach nicht schnell welche abarbeiten kann. Wir werden uns aber morgen wiedersehen mit einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.